Ja, bei uns ist heute die Julia Emma Wenninger, Chefredakteurin vom Leadersnet. Hallo Julia, schön, dass du bei uns bist heute. Hallo Martina, vielen Dank für die Einladung. Julia, wir reden heute ein bisschen über deine Rolle als Chefredakteurin beim Newsportal Leadersnet und auch so ein bisschen über die Entwicklung in der Medienlandschaft und was sich bei euch so tut. Ihr seid ja ein, wie gesagt, Newsportal in erster Linie rein digital aufgestellt. Wie hat sich denn das letzte Jahr für euch gestaltet, jetzt in der Krise? Wie läuft es bei euch in der Redaktion? Wie kommt ihr zu den Inhalten? Vielleicht gibt es uns da einen kurzen Einblick. Ja, sehr gern. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Im Leadersnet haben wir vor 10 Jahren gegründet. Ich bin fast so lange schon dabei. Und über die Jahre gab es natürlich mehrere Umbrüche. Da wir in einem digitalen Feld arbeiten, muss man immer auf die neuen Gegebenheiten eingehen. Daher ist 2020 jetzt für uns jetzt nicht so eine Riesensache gewesen. Natürlich war es zuerst einmal ein Schock, von einem Tag auf den anderen ganz ins Homeoffice zu wechseln. Aber da wir eben digital aufgestellt sind, haben wir halt die ganze Infrastruktur schon immer für zu Hause auch parat gehabt. Und deswegen hat auch im März dann von einem Tag auf den anderen das Arbeiten von zu Hause gut funktioniert. Jetzt nicht nur in der Redaktion, sondern mit dem ganzen Team. Da muss man auch weiter ausholen. Wir sind ein sehr eingespieltes Team. Die meisten Mitarbeiter sind echt schon sehr lange dabei. Und das vereinfacht halt natürlich vieles. Wie viele seid ihr im Team, Julia? Also fix. Wir haben jetzt ganz viele Freie und Zulieferer, aber fix sind wir, glaube ich, jetzt so 12 oder 13. Mhm. Angefangen haben wir mit 3 Geschäftsführern und mit mir. Also wir sind echt gewachsen über die Jahre. Ja. Wie organisiert ihr euch da, wenn ihr 12 Leute seid, jetzt aus dem Homeoffice? Habt ihr dann regelmäßige, wie schauen die Redaktionssitzungen aus? Was passiert also, dann? Wir haben jeden Montag einen Schurfix, das hatten wir schon vor Corona, halt im Office, ganz normal. Kollegen aus den Bundesländern haben wir zugeschaltet, damals schon mit Zoom. Allerdings haben wir dann oft auf die vergessen, seit wir dann alle im Homeoffice waren und alle Zoom-Meetings gemacht haben, zumindest über 3-4 Monate, haben wir dann auf niemanden mehr vergessen und es ist Routine geworden. Jetzt spielt es sich so ab, dass ein Teil von uns wieder im Büro arbeitet, ein Teil von zu Hause, die Bundesländer auch natürlich von zu Hause. Und wir haben immer halt am Montag dieses fixe Meeting, virtuell und face-to-face. Da wird quasi besprochen, die To-Dos, die jeder hat, was er die Woche vorhat, wer welche Termine wahrnimmt, welche Schwerpunkte wir setzen. Dann nach dem Schurfix haben wir noch ein eigenes Redaktionsmeeting. Das ist ganz informell, entweder wenn wir da sind, auch wir setzen uns einfach irgendwo zusammen oder sonst übers Handy oder auch über Zoom. Und da besprechen wir eben unsere internen Abläufe. Was wir auch gelernt haben, dass es seit Corona irgendwie noch viel wichtiger ist, da ganz klare Linien zu setzen, dass wir intern auch Deadlines besser einhalten und noch mehr kommunizieren, damit es ja zu keinen Unklarheiten kommt. Weil im täglichen Leben, im normalen Betrieb, wenn man so sitzt wie wir, jetzt kann man schnell rüberrufen und dann sage ich, hey Martina, was ist da jetzt der Stand der Dinge? Und wenn man zu Hause ist, dann ist da natürlich zuerst einmal vielleicht eine Hemmschwelle, weil man den anderen nicht stören will. Aber es ist halt wichtiger, dass man da in die Offensive geht und wirklich nochmal nachfragt, du, was ist jetzt mit dem Projekt oder wann ist der Artikel jetzt fertig? Ja, da braucht es eine andere Disziplin genau, auch, gell? Also ja, da muss man sich ganz neu einstellen eigentlich auf diese ganzen Prozesse. Stimmt, es braucht eigentlich viel mehr Disziplin, obwohl man auf der anderen Seite auch irgendwie viel mehr Freiheit hat, weil der Tag ist dann nicht 8-9 Stunden im Office, sondern der Newsletter erscheint ja um Mitternacht. Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Und man hat halt dann echt viel Zeit, so von 7 in der Früh bis Mitternacht eigentlich seine Sachen fertig zu bringen. Mhm. Und genau, wollte ich sagen, in der Redaktion haben wir dann noch informell noch eine WhatsApp-Gruppe eingeführt. Und das hat sich auch sehr etabliert, weil wir halt da ganz kurze Kommunikationswege haben. Und es ist wurscht, ob jetzt wer gerade draußen mit dem Hund spazieren geht oder der andere sitzt vorm Computer. Das ist herrlich. Immer reagieren. Genau. Das ist, ja. Super. Julia, wir kennen uns eigentlich von vielen, vielen Veranstaltungen. Events sind natürlich auch ein wichtiger Faktor für euch gewesen. Also ihr seid ja auch selber Veranstalter und sehr gute Eventveranstalter, durfte ich selber schon genießen. wie ist es jetzt, das war doch ein großer Teilbereich bei euch, der jetzt weggebrochen ist. Wie habt ihr das jetzt kompensiert oder wie macht ihr das Networking mit euren Kunden auch? Eben Leaders Network, also die Opinion Leaders Network eigentlich ist
ein richtiger Eventveranstalter gewesen und ist es immer noch. Mhm. Gleich beim ersten Lockdown hat unser Geschäftsführer eine coole Idee gehabt, so einen Talk zu machen, 5 vor 12. Da hat er gleich in der ersten Woche die ersten honorigen Gäste gehabt. Insgesamt waren es dann, glaube ich, 120 oder 130 mit dem Co-Moderator Dietmar Damen. Das ist so ein Kommunikationsexperte. Mhm. Und das ist irrsinnig gut angekommen, so im ersten Moment einmal eben die Kunden wieder einzufangen. Mhm. Dann kurz darauf hat er die Idee gehabt, auch die Event-Unit neu aufzustellen in Richtung digitale Events. Und das hat sich auch sehr bewährt. Da wurde sehr viel umgesetzt, aber ich bin nicht der Event-Experte. Ich gehe gern zu Events, ja. Aber ich bin in der Umsetzung nicht der Experte, das überlasse ich da den Kollegen. Aber wie das wieder zu mir kommt, das Thema ist halt in der redaktionellen Berichterstattung, da wir früher bei den Events, es waren, glaube ich, die Fotografen waren, ich weiß nicht, 1500 Einsätze im Jahr und die Videoteams, glaube ich, auch 400 oder so. Mhm. Und das zu kompensieren mit digitalen Events ist super. Die spielen wir halt dann wieder, wie gesagt, auch in die Redaktion rein, weil wir da auch halt eine Nachberichterstattung bringen. Andererseits eben, wenn eben natürlich gefilmt wird, können wir auch das als Video veröffentlichen. Aus dem Video kann man einen Podcast rausschneiden und den bringen und dann halt noch den normalen Text niederschreiben. Also so können wir es ein bisschen kompensieren, dass wir den Unique Content selber kreieren, wie wir auch zuvor gemacht haben. Und ein zweites großes Ding redaktionell sind halt Interviews. Mhm. Muss man auch sagen, das ist jetzt auch einfacher geworden durch Zoom und so, dass man schneller zu Interviews kommt und zu fast besseren Interviewpartnern, zu hochkarätigen. Mhm. Es ist unkompliziert, weil, genau. Diese Barriere ist nicht so groß, gell? Genau, es ist unkompliziert und die Leute haben eben mehr Zeit, die Anfahrtswege fallen weg. Mhm. Und ich glaube auch, dass seit den Lockdowns sich auch jeder freut, wenn er mal mit wem sprechen kann, ja, auch so wenn es nur virtuell ist. Ja, so ist es. Deswegen ist es umso netter, dass wir es heute einrichten konnten, dass wir nicht virtuell sprechen, sondern es ist keine Remote-Aufzeichnung, sondern wir sind getestet und mit dem nötigen Abstand und allen Sicherheitsvorkehrungen, Gott sei Dank, zu zweit im Studio. Julia, du bist auch eine Working Mom. Wie ist das gewesen für dich die letzten Monate oder wie ist es nach wie vor? Weil du bist ja, glaube ich, immer noch ab und an auch im Homeoffice. Ist das handelbar oder wie ist dir gegangen? Naja, es war zuerst einmal natürlich ein großer Schock. Mhm. Also, dass wir alle ins Homeoffice wandern, war klar. Ja? Aber dass der Kindergarten dann auch gleich zusperrt von einem Tag auf den anderen. War zuerst einmal nicht so klar, ich habe es zwar geahnt, aber bis dann tatsächlich war ich mir so, okay, wie machen wir jetzt? Und dann, ich bin halt in der glücklichen Lage, dass mein Mann auch einen flexiblen Beruf hat und wir beide gut von zu Hause arbeiten können. Und dann habe ich gesagt, so Benedikt, wir machen jetzt einen Stundenplan. Mhm. Und am Anfang hat er gesagt, nein, so ein Schwachsinn, das braucht er nicht. Und da habe ich gesagt, na doch, natürlich brauchen wir das, weil unsere Jobs sind anstrengend und jeder braucht Ruhe und Konzentration und wir wollen ja so gut arbeiten wie im Office. Und dann habe ich den eingeführt, wirklich mit strengen Regeln, wer wann arbeitet, wer sich wann ums Kind kümmert, wann Mittagspause ist und auch so eine Sportstunde hin und wieder habe ich eingeplant. Und das hat sich echt bewährt. Ja, perfekt. Also, Planung ist alles. Ich finde wirklich Planung, Organisation und dann halt echt die Disziplin, dass man sich dran hält. Auch wenn man sich also wirklich nur selber den Stundenplan macht, muss man trotzdem schauen, ja, ich habe jetzt, keine Ahnung, für die Stunde dieses Thema eingeteilt, dann mache ich das auch jetzt und lasse mich nicht ablenken. Super, Kompliment. Und, ja, danke. Na, ich bin gern organisiert, also das fällt mir nicht so schwer. Aber was ich halt schon sagen muss, ich bin da auch dankbar dafür, dass das bei uns so leicht geht und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Ist nicht weil, generell überall üblich. Gell? Genau, mit jedem Job oder mit jedem Partner. Mhm. Ja. Absolut. Julia, ich bin eine ganz begeisterte Newsletter-Leserin von euch. Das ist wahrscheinlich mit eins der ersten E-Mails in der Früh, die ich lese, also immer den Newsletter. Was mich jetzt auch interessieren würde, ist, wie ist denn dein privater Medienkonsum? Welche Medien konsumierst du außerhalb des eigenen natürlich, wie und wann, vor allem zu welchen Uhrzeiten, weil du hast gerade erzählt, euer Newsletter geht Mitternacht raus oder kurz nach Mitternacht. Wie ist da dein Medienverhalten? Ja, wahrscheinlich insgesamt ein untypisches, weil ich ja wirklich ganzen Tag, wenn ich nicht gerade schlafe, Medien konsumiere. Natürlich in erster Linie online.
um zu screenen, weil ich schaue ja, was die Konkurrenz schreibt und was wir für unser Medium aufgreifen können. Und andererseits, wenn dann genügend Zeit bleibt, auch gerne Print. Also ich lese überhaupt sehr gern, schon immer. Ich lese auch gern Bücher. Ich bin eine Bücherratte, oder wie man sagt, Bücherwurm, keine Ahnung. Bücherwurm, ja, Bücherwurm, genau. Leseratte und Bücherwurm. Mit Gender mal Bücherwurm. Nein, braucht man nicht Gender. Und Fernsehen mag ich auch sehr gerne. Mhm. Man kann sagen, ich informiere mich über alle Kanäle. Mhm. Also in erster Linie. Immer. Und das stört mich natürlich nicht, weil einerseits ist mein Beruf und andererseits habe ich schon immer einen Hang zum Medienkonsum. Ich habe schon in der Schulzeit immer den SN-Lokalteil gelesen, noch in der Früh, bevor ich in die Schule gegangen bin. Also da ich bin ein Medien-Junkie. Da muss man jetzt dazu erklären, dass die Julia Salzburgerin ist und deswegen ist es auch noch einfacher, dass wir uns hier jetzt treffen und deswegen auch die SN, gell? Ja, genau. Ich möchte keine Werbung machen, ne, für irgendeine Zeit. Aber es ist mir halt noch so in Erinnerung. Julia, du hast gesagt, es ist heute dein erster Podcast, den du aufzeichnest, aber ihr habt selber, seid ja selber Podcast-Produzenten und es sind schon, ich habe es gezählt, ich glaube an die 20 Folgen habt ihr schon produziert. Wie sind eure Erfahrungen? Wird das gut angenommen? Ist das ein Medium, auf das ihr in Zukunft setzen werdet? Der Podcast ist ein Riesenthema überall. Und das wollten wir uns halt auch nicht entgehen lassen und haben gesagt, ja, warum nicht? Wir bringen jetzt auch einen Podcast. Man muss aber sagen, wir sind da echt erst in der Aufbauphase, wie gesagt, mit 20 Folgen. Aber sie werden von unseren Lesern schon gut angenommen. Mhm. Und auch Liedersnet.tv gibt es. Also ihr habt euch wirklich relativ breit aufgestellt mit allen Mitteln, die die digitale Welt so bietet, habe ich den Eindruck. Stimmt, auf jeden Fall. Wir sind auch dran, dass wir immer wieder neue Formate ausprobieren. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Liedersnet.tv gibt es schon seit fast, glaube ich, von Anfang an. Ich glaube, schon im ersten Liedersnet-Jahr haben wir die ersten Videos gedreht. Da sind auch mehr meine Kollegen an der Front, allen voran der Geschäftsführer und mein Sales-Kollege. Die sind da absolute Profis und betreiben das auch mit Leidenschaft. Und jetzt eben, wo es keine Veranstaltungen gibt, kommen wir auch gern zum Kunden. Also so Firmenporträts boomen gerade voll. Mhm. Ja. Toll. Also ihr seid generell ein Unternehmen, das sich sehr dynamisch entwickelt, das stetig auch wächst und auch sich nicht scheut, neue Trends auszuprobieren und auch vor allem umzusetzen, dann kontinuierlich. Julia, du hast mir vorher was verraten. Bei euch ist die Möglichkeit eventuell, dass man Teil des Teams wird. Ist das richtig? Genau, das ist richtig. Das habe ich eh schon so leidenschaftlich über die Firma erzählt. Also vielleicht gibt es irgendwo jemanden, den das interessiert. Also wir verstärken uns in der Redaktion, jetzt ab Frühling, Frühsommer und ich freue mich, wenn ein paar Bewerbungen reinkommen. Super, da hoffen wir, dass wir mithelfen können und dass unter den Hörern jemand dabei ist, der jetzt vielleicht Lust hat, sich auf diese Stelle, also für diese Stelle zu bewerben. Und ich glaube, ihr seid ein tolles Team und habt eine tolle Zukunft vor euch. Und ja, an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank, liebe Julia, dass du dir Zeit genommen hast. Wir werden auch noch weiterhin viel miteinander zu tun haben, denke ich. Und wir werden beobachten, wie sich Liedersnet auch weiterentwickelt. Und ja, wie gesagt, meine tägliche Routine ist Aufwachen mit dem Liedersnet. So soll es sein. Genau. Sehr gut. Ja, vielen Dank für das nette Gespräch und alles, alles Gute. Und hoffentlich kommt auch ein Bewerber für die Position. Ja, wir werden sehen. Genau. Danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Sehr gerne. Danke.